Geehrte Geschwister, wie sollen wir uns fühlen? Was soll unser Selbstbild sein? Welches Menschenbild hat der Islam und damit verbunden, welches Gottesverständnis? Allah Ta'ala sagt über den Menschen im Koran: لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen in bester Gestalt erschaffen. Wir haben den Menschen in bester Gestalt erschaffen. Und in Bezug auf die besondere Stellung des Menschen in der Schöpfung sagt Allah Ta'ala im Koran: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben den Menschen gewürdigt. Wir haben die Kinder Adams, und das ist die Definition von Mensch, damit auch ja niemand drauf kommt, dass einige Menschen eben keine Menschen seien, sondern Gegenstände oder Tiere oder Anteile von Menschen, so wie dies teilweise in den USA der Fall gewesen ist, als es Kommentare bezogen auf die amerikanische Verfassung gab, dass ein Sklave, ich glaube, ein 3/5 Mensch sei, sondern nein, jeder, der seine Abstammung auf Adam zurückverfolgen kann, also jeder Mensch ist auch ein Mensch. Und dieser Mensch wurde von Allah Ta'ala gewürdigt, weswegen auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Jude in Medina zu Grabe getragen wurde, ja, bei diesem Begräbniszug dann auch aufgestanden ist, also aus der sitzenden Haltung sich in eine stehende begeben hat und dies auch damit kommentierte, ja, es ist eine menschliche Seele. Das ist das, was wir fühlen dürfen, geehrte Geschwister. Ja? Keiner von uns ist in irgendeiner Form schuldbeladen auf die Welt gekommen oder eine Schöpfung, die unehrenhaft ist. Ja, das ist vielleicht in einigen Religionen bzw. in Religionsverständnissen verankert, aber nicht im Islam, nicht im richtigen islamischen Religionsverständnis, denn wir kommen unbelastet zur Welt. Der Prophet sagte auch sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Pilgerfahrt, die fromm verrichtet wird, dass die Person von der Pilgerfahrt so zurückkehrt wie im selben Zustand wie eben das Kind sinngemäß das Licht der Welt erblickt, also ohne jegliche Sünde, ja, und nicht in irgendeiner Form vorbelastet. Wir sind also geehrt, geehrte Geschwister. Allah Ta'ala hat uns in der besten Form erschaffen und wir wurden gewürdigt von Allah Ta'ala, ja, weil, und das ist interessant, eine von Menschen verliehene Würde kann auch wieder aberkannt werden, kann auch wieder zurückgezogen werden, ja. Die jeweiligen Texte können geändert werden oder das Verständnis mag sich von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort bei den Menschen wandeln, ja, und so sehen wir im moralischen Sinne nicht einen stetigen Anstieg seit Adam alayhi as-salam, sondern wir sehen, dass von Ort zu Ort, zu Zeit, von Bevölkerung zu Bevölkerung, ja, gibt es Höhen und es gibt Tiefen und Höhen und Tiefen. Es ist eine Dynamik. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, nicht wir als Muslime ehren den Menschen aufgrund eines Analogieschlusses, aufgrund eines Religionsverständnisses, was richtig oder falsch sein kann, sondern wir sehen die besondere Stellung in der Schöpfung Allah Ta'alas, ja, bezogen auf den Menschen, im Koran gegründet, in eindeutigen Worten, weswegen wir die Würde des Menschen festhalten. Weswegen wir die Würde des Menschen festhalten. Alhamdulillah, man darf es auch mal von der positiven Seite betrachten. Alle sind aufmerksam. Ja, jedes Gesicht ist auf mich gerichtet, ja, nicht auf mich als Person, sondern in der Funktion des Imams, in der Funktion desjenigen, der jetzt aus dem Koran rezitiert und diesen durch Gelehrtenworte kommentiert und vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet. Und so soll es sein. Ja, Alhamdulillah, niemand ist mit dem Handy beschäftigt. Ja, niemand tuschelt mit dem Nachbarn. Ja, weil wir alle wissen, ja, wenn wir tuscheln, dann verlieren wir den Lohn des Freitagsgebets und dieser ist wahrlich sehr, sehr groß und sehr, sehr bedeutsam. Alhamdulillah. Und Alhamdulillah, das ist schön so. Ja. Das ist ein schöner Moment. Ja, und ich denke, wir alle spüren auch, wenn alle konzentriert sind,
weil uns die Ablenkung, die von einigen uns erreicht, ja, auch in unserer eigenen Konzentration auch stört. Und das ist ein schöner Moment, Alhamdulillah, das darf man auch mal lobend festhalten. Und der Mensch ist die geehrteste jeglicher Schöpfung. Ja. Noch über der Schöpfung des Engels, geehrte Geschwister. Allah Ta'ala hält dazu fest, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Und als Allah Ta'ala zu den Engeln sprach, ja, werft euch begrüßend, ehrvoll grüßend vor Adam nieder. Ja, das heißt, der Engel, geehrte Geschwister, erkennt die ehrwürdigere Schöpfung des Menschen an. Und auch die Dschinn, ja, erkennen diesen Vorzug an. Ja, wie der Shaitan sprach, أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ. Ja, siehst du denjenigen, der geehrter ist, den du geehrter gemacht hast als mich? Ja? Also der Shaitan von den Dschinn sprach dies in Bezug auf Adam, den Menschen. Und Allah Ta'ala, er gab dem Menschen einen besonderen Vorzug. Ja? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Und er lehrte Adam alayhi as-salam als Mustermenschen, als ersten Menschen und auch als Mustermenschen. Das heißt, das, was in Bezug auf ihn gilt, gilt in Bezug auf alle Menschen. Ja? Und er lehrte ihn die Namen alle. Das heißt, wir Menschen, wir haben diese Sprachfähigkeit, wenn wir etwas Neues entdecken, entweder gänzlich neu oder wieder etwas entdecken, dann geben wir diesem einen Namen. Ja. Wir haben, subhanallah, Sprache, die alles erfassen kann. Und so sagte auch ein Philosoph, ich meine, es war Wittgenstein gewesen, die Grenze deiner Sprache ist die Grenze deiner Welt. Ja. Wenn du Dinge nicht richtig beschreiben kannst, wenn alles krass ist, ja, dann wo sind die Unterschiede zwischen den einzelnen krassen Dingen? Aber so genau, wie du die Welt beschreiben kannst, ja, so weit ist auch deine Welt. So detailliert ist auch deine Welt. Das heißt, wir werden auch über unser Wissen ausgezeichnet bei Allah Ta'ala. Nach unserem Wissensdrang, nach unserem Wissensdurst, nach unserem Wissensstreben, nach unserer Kompetenz aufbauend auf unserem Wissen. Und so hält Allah Ta'ala diesbezüglich im Koran fest, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sprich, sind diejenigen, die wissen, denen gleichgestellt, die nicht wissen? Bedenken tun nur diejenigen mit Verstand. Bedenken tun nur diejenigen mit Verstand. Und dort, Alhamdulillah, steht uns alles offen. Bibliotheken, Büchereien, Schulen, Universitäten, Fortbildungsstätten, Ausbildungsstätten, Weiterbildungsstätten, YouTube-Tutorials, ja? Alhamdulillah, wir können in unserem Geehrtsein bei Allah Ta'ala täglich, stündlich noch weiter geehrt sein, noch weiter geehrt werden. Was machen wir nun, geehrte Geschwister, mit diesem Gefühl, dass wir uns manchmal wertlos fühlen? Wir erinnern uns an unsere besondere Schöpfung. Wenn wir uns manchmal verlassen fühlen oder unwürdig oder verstoßen oder gar dreckig, weil wir begehen auch Sünden, stimmt's? Und das, obwohl wir wissen, obwohl wir vielleicht sogar bereut haben, in diese Sünde getappt zu sein oder sie sogar mehrfach begangen haben. Und wir fühlen uns dann entehrt, wir fühlen uns schlecht. Wie gehen wir mit diesem Gefühl um? Zunächst einmal, Alhamdulillah, das ist ein gutes Gefühl. Wenn wir die Sünde nicht verabscheuen, wenn sich bei uns nichts regt, wenn wir etwas Schlechtes begehen oder gar sehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Herz abgestorben ist oder am Absterben ist, ja, und gerettet werden muss, erste Hilfe braucht. Eine Notoperation braucht, einen längeren Aufenthalt in einem Gesundheitshaus. Ja? Entschuldigung, aber die
als hiesig bekannten Krankenhäuser werden im Arabischen bezeichnet als Orte der Heilung. Al-Mustashfa, ja, da ist Ash-Shifa mit drin, von der Sprache her. Ash-Shifa ist die Heilung, die nur von Allah Ta'ala, Ash-Shafi, kommen kann. Der Arzt, der ist nicht Ash-Shafi in der arabischen Sprache, sondern At-Tabib. Ja? Und was tut er? Er tut behandeln, aber er tut nicht heilen. Denn die Heilung kommt einzig und allein vom Heilenden und das ist Allah Ta'ala. Was machen wir also nun mit diesem Gefühl, ja, was uns manchmal in die Depression treiben kann? Manchmal sogar noch in schlimmere Zustände als nur die, als nur den der Depression. Wir erinnern uns an die Realität. Ja? Wir kanalisieren diese Reue in gute Taten. Ja? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Das haben wir die letzten Wochen auch besprochen, ja? Dass die guten Taten die schlechten Taten auslöschen. Wir erinnern uns an unsere Beschaffenheit, ja? Wo auch das Schaffen, ja, die Schöpfung mit drin ist. Und der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wasallam, Kullu ibn Adam khata. Alle Kinder Adams begehen Fehler, sündigen. Wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Und die besten von den Sündhaften sind diejenigen, die bereuen. Ja? Dieser Hadith, dieses Prophetenwort, ja, ein authentisches Prophetenwort, sagt nicht aus, dass wir fehlerfrei sein können, sondern sagt, dass wir Fehler begehen werden. Ja? Wenn keine große Sünde, dann doch eine kleine Sünde. Ja? Wenn keine regelmäßige kleine Sünde, dann doch eine einmalige kleine Sünde. Wenn auch nicht häufig, so doch hin und wieder. Wenn nicht offenkundig, so doch im Inneren. Beispielsweise die Sünde des Neides. Der Neid, des jemand anderen im Negativen beneiden. Also man missgönnt es ihm. Ja, positiver Neid. Oh, der hat was Schönes. Schön für ihn. Ich will es auch haben. Ich erarbeite es mir. Das ist schön. Das ist normal. Das ist gewöhnlich. Ja. Aber dass man etwas missgönnt, da sagt der Prophet Mohammed dann dazu, das frisst die guten Taten wie Feuer das trockene Brennholz. Aber ist der Neid von außen erkennbar? Kaum erkennbar. Ja, vielleicht für Menschenkenner und Menschen, die der jeweiligen Person sehr, sehr nahe stehen. Aber ansonsten ist es im Verborgenen. Allah Ta'ala kennt die Herzen. Das heißt, jeder von uns wird letztendlich Fehler begehen. Und die besten von den Fehlerbegehenden sind diejenigen, die bereuen. Ja, und wer bereut, der tut Gutes. Weshalb wir uns auch gut fühlen können. Ein Grundgefühl haben können, dass wir von Allah Ta'ala geliebt sind. Von Allah Ta'ala geehrt sind. Ja, denn ansonsten, wozu diese Worte? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben den Menschen geehrt. Der Mensch ist geehrt, geehrte Geschwister. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim verifizierte diesen Hadith als authentisch, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Prophet Muhammad, er schwor auf Allah Ta'ala, wenn ihr nicht sündigen würdet, ja, und das ist eingeleitet mit dem arabischen Wort lau, im Sinne von, das ist jetzt der Diskussionshalber mal so gesagt, aber es geht gar nicht. Ja? So, wenn es so wäre, aber es ist nicht so, was würde Allah Ta'ala tun? Er würde euch hinfortschaffen, ja, und ein anderes Volk herbeibringen, erschaffen, was sündigt und ihn um Vergebung bittet, auf dass er ihnen vergibt. Wir sollen also zu unserer eigenen Anfälligkeit finden. Diese anerkennen und die Makellosigkeit Allah Ta'alas anerkennen und so viele gute Taten wie möglich tun und so viele schlechte wie möglich nur vermeiden. Und wenn das passiert, was passieren muss, ja, und das ist keine Einladung für die Zukunft, sondern das ist ein Rückblick auf die Vergangenheit. Ja? Wenn also passiert ist, was unumgänglich war, was tun wir? Wir bereuen, wir machen wieder gut. Ja? Das Zwischenmenschliche, das, was zwischen uns und Allah Ta'ala ist. Ja? Und wir tun viele gute Taten, vorausschicken, um wie gesagt die negativen auszulöschen.
Das sollte jeder von sich in seinem Herzen fest installiert haben, fest mit sich verbunden haben. Das sollte die Aqida eines jeden Muslims sein. Was bedeutet Aqida überhaupt? Ja? Von Uqda, vom Knoten. Ja, der Knoten, der nicht mehr aufzulösen ist. Es ist also untrennbar mit dir verbunden. Al-Aqd, der Vertrag, ja, der nicht gebrochen wird mit Allah Ta'ala. Wie können wir weiter zur Glückseligkeit finden, zum inneren Frieden, den als Grundzustand haben können? Allah Ta'ala sagt in Surat Taha, ist die 20. der Abfolge nach, ab der 130. Aya, فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Merkt euch also 20 ab der Ayah Nummer 130. Das sind 5 Zahlen wie eine Postleitzahl. Ja? 20, 130. Ja? Und an diesem Ort könnt ihr nachlesen, wie man glücklich wird. Das ist die Postleitzahl des Ortes, wo man glücklich werden kann. Ja? Zunächst einmal, welche Ayah, welche Passage, welche Sura man auch vom Koran wird lesen, sie wird Glückseligkeit hervorbringen. Das ist das Versprechen Allah Ta'alas im Koran. Ja? Fihi Shifa. Im Koran ist Shifa, ist Heilung. Ja? Hier eine besondere Passage, wie gesagt 20, 130 fortfolgend. Allah Ta'ala sagt sinngemäß: Und sei geduldig und standhaft in Bezug auf dessen, was sie sagen. Menschen im Allgemeinen, Menschen, die mit dem Islam im Speziellen nicht klarkommen. Und Allah Ta'ala fordert zunächst einmal Geduld. Ja? Fordert zunächst einmal Geduld. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Weisheit nochmal rückverfolgt. Ja? Sie wird Bruce Lee zugeschrieben, aber die Überlieferungskette ist nicht vollständig. Ja? Das ist so eine Angewohnheit, ja. Von den Hadithen kommt man dann sogar auf einfache Menschenworte und sagt, ja, ich will wirklich wissen, hat er es gesagt, hat er es nicht gesagt. Ja? Aber es gibt keine Überlieferungskette dazu, dass er es gesagt hat. Ja? So das Leben eines Imams beeinflusst dann auch solche Bereiche. Aber es sind Weisheiten. Hört euch diese Worte gut an in Bezug auf die Geduld, die Standhaftigkeit. Du wirst ständig leiden, wenn du auf alles, was dir gesagt wird, wenn du auf alles, was dir gesagt wird, emotional reagierst. Dann wirst du ständig leiden. Stärke ist, wenn du alles mit Abstand betrachten und durchdenken kannst. Wenn Worte dich kontrollieren können, dann kann dich jeder kontrollieren. Ja, weil jeder kann reden, jeder kann labern. Ja? Und wenn dieses Gelaberte in uns eine emotionale Reaktion auslöst, ja, und wir direkt handeln, spontan, instinktiv handeln, emotional handeln, dann werden wir vom anderen kontrolliert. Aber wenn wir erstmal Abstand halten können, sagen, was hat er da gesagt? Was will er bezwecken? Warum sagt er das? Was erwartet er von mir? Soll ich diese Erwartung erfüllen? Ja, wie kann ich darauf reagieren? Ja. Dann hat man die Situation unter Kontrolle. Ansonsten kontrollieren einen die Worte der anderen. Ja. Also wer auch immer das gesagt hat, in dem Zusammenhang sagen wir, das macht Sinn. Ja, das wird im Koran bestätigt. Und dann sagt Allah Ta'ala und Lob preise, sei verbunden mit deinem Herrn. Sei erstaunt von seiner Makellosigkeit in seiner Schöpfung. Sei erstaunt von seiner Hilfe, von seiner Rechtleitung. Ich habe vor wenigen Tagen ein Gespräch mit einer islaminteressierten Person hier im Infoladen gehabt und sie hat
um Worte gerungen. Und es war ja auch ein bisschen peinlich irgendwo, ja, weil das selten ist in dieser heutigen Zeit. Sie sagte, ja, dieses Kontakt mit Gott haben. Ja, sag ich, ja, sie sind jetzt in Verlegenheit geraten, weil wenn sie das so offen sprechen, viele werden sie für verrückt halten. Das ist das, was wir so meinen. Ja, aber subhanallah, für uns ist es vielleicht selbstverständlich. Ja, wir können immer reden mit Allah. Direkt Verbindung, keinen Vermittler, keine andere Instanz zwischen uns und Allah. Für uns ist so, ja, normal. Für diese Person war es etwas ganz Besonderes. Ja, und Allah Ta'ala sagt, lobpreise deinen Herrn, preise deinen Herrn, sei erstaunt, sei bewegt, ja, vor dem Aufgang der Sonne und vor ihrem Untergang und zu verschiedenen Stunden der Nacht und preise ihn und ebenso an den Enden des Tages, auf dass du zufrieden sein mögest. La'allaka tarda. Und hier ist das Dhikr gemeint, wie auch die fünf Gebete. Wenn man den klassischen Koran-Kommentar nachschlägt von Ibn Kathir und von Qurtubi und von den weiteren klassischen Werken. Also Geduld haben in Bezug auf das, was andere Menschen labern. Mit Allah Ta'ala verbunden sein. Ja? Und das eine ermöglicht manchmal auch das andere. Ja, wenn man einen guten Kontakt zu Allah Ta'ala hat, und irgendjemand redet Schwachsinn. Wir sind erstmal entspannt und fragen uns, hey, wie kann ich dieser Person helfen? Sie braucht unsere Hilfe. Ja? Und umgekehrt, wenn wir manchmal Streitereien mit ins Gebet nehmen, dann ist unser Kontakt zu Allah Ta'ala gestört, weil wir sind noch auf diesen emotionalen Baustellen. Also Geduld in Bezug auf das, was gesagt wird und eine gute Beziehung zu Allah Ta'ala. Gegründet in den fünf täglichen Terminen, dass wir auch unsere Seelennahrung zu uns nehmen. Ja, diese Verpflichtung der fünf Gebete, geehrte Geschwister, die ist ein großer Segen. Sie ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil wir ansonsten uns selbst vergessen. Der Mensch kommt manchmal in Zustände, wo er nicht seinen Hunger spürt oder sein Bedürfnis nach Nährstoffen oder wo er nicht verspürt, dass er gerade Ruhe benötigt. Ja, das kennen wir von verschiedenen Sportveranstaltungen, Marathon, Triathlon, Ironman. Ja, auf einmal bricht da jemand zusammen. Ja, warum bricht er zusammen? Ja, weil der Körper hat ihm nicht signalisieren können, aufgrund der Tätigkeit, du brauchst Pause. Du brauchst Essen, du brauchst Trinken. Und so geht es uns auch im Alltag. Aber diese Pflichttermine sind eine Gnade von Allah Ta'ala. So wie, wenn man einen Marathon aufbauen würde, mit gewissen Pflichtstopps, dass niemand zusammenbricht. Ja, dass niemand zusammenbricht. Weil es geht nicht nur darum, dass wir am Ziel ankommen, geehrte Geschwister, sondern auch wie. Ja. In welchem Zustand sind wir? Wenn wir danach ein Wrack sind, wenn wir danach behandelt werden müssen, wenn wir nach irgendwelche langfristigen Schäden davon tragen, was hat es uns gebracht, ins Ziel zu kommen? Alhamdulillah, schön und gut, aber ja. Das ist nicht alles. Es geht auch darum, wie man seine Ziele erreicht, wie man durch das Leben geht, durch den Alltag, durch die Woche, durch den Monat, durch die Jahre. Da brauchen wir eine Verbundenheit mit Allah Ta'ala. Und dann sagt er, und richte dein Auge nicht auf das, was wir einigen von ihnen als Versorgung, als Nießbrauch gegeben haben, von der Blüte dieser niedrigen Welt. Ad-Dunya, rein sprachlich, ist das Niedrige. Ja? Und Zahratul Hayati Dunya, ist die Blüte. Das ist also nur eine ganz kurze, ein kurzer vergänglicher Genuss im Rahmen der niedrigen Welt, was viele Menschen allerdings ablenkt. Und darauf soll man sein Auge nicht richten, denn wie Al-Razali auch sagt, die Augen, die Ohren, die Gedanken, die eigenen Taten sind Flüsse, die in das Herz hineinmünden. Und das Herz wird nur so rein sein wie das Wasser, welches durch diese Flüsse ihm zugetragen wird. Black Friday. Und heute wieder Black Friday. Das ist irgendwie, es geht ständig weiter. Ja? Ständig geht es weiter. Wir kriegen es mit auf unseren mobilen Geräten und dann auf unserem PC und die Werbung überall und dann kommt jetzt noch die ganzen Weihnachtsangebote und wir werden zugeballert mit ganzen Werbeanzeigen.
Ja, und letzten Freitag haben sich auch einige Leute im Kaufrausch ein bisschen verloren. Ja? Mehr oder weniger. Ja? Und Allah Ta'ala warnt davor. Allah Ta'ala ließ seinen Propheten sagen, sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdu al-qatifa wa abdu al-khamisa. Das unglücklich ruiniert ist derjenige, der dem Euro und dem Cent dient. Ja? Und verschiedenen und dem Kleid dient. Ja? Der Kleidung. Er erwähnte zwei besondere Kleiderarten. Ja? Der den Anzügen und den Jogginganzügen und wie auch immer. Ja? Der diese, egal welche Art von Kleidung, wenn du deine Glückseligkeit daraus ziehen möchtest, sagt der spirituelle Naturgesetz, was Allah Ta'ala erschaffen hat, dann wirst du unglücklich sein. Dann wirst du ruiniert sein. Ja. Und manchmal müssen wir aber konsumieren, um uns irgendwie gut zu fühlen. Nicht, weil wir die Sache wirklich brauchen. Ja. Aber wir brauchen es, weil wir tun es unserem Herzen oder wir meinen, dass wir es für unser Herz tun, für unser Wohlbefinden tun. Und der Prophet Muhammad sagte, dann wirst du ruiniert sein. Dann wirst du unglücklich sein. Er richte nicht dein Auge auf das, was einigen als Prüfung mitgegeben wurde, von der Blüte, also von dem, was nur kurz und vergänglich ist, nicht von der Frucht, das, was nährreich ist. Ja, die Blüte des niedrigen, diesseitigen Lebens. Kurz und sowieso niedrig in der Realität. Was kann uns dabei helfen? Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Unzuru ila man huwa asfal minkum, wa la tanzuru ila man huwa fauqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum. Bukhari und Muslim. Schaut auf denjenigen, der euch im weltlichen Sinne, der im weltlichen Sinne unter euch steht, der weniger als ihr bekommen hat, hat. Und schaut nicht auf denjenigen oder auf diejenigen, die über euch stehen, die mehr bekommen haben. Das ist hilfreicher dabei, dass ihr die Gaben Allahs nicht geringschätzt. Subhanallah, wir haben so viel, aber wir spüren es nicht. Wir fühlen uns irgendwie hin und wieder, der eine, die andere, so ja, ich habe ja gar nichts. Subhanallah, was wir alles für Gaben haben. Ja. Warum riskieren Menschen ihr Leben, um hierher zu kommen? Und wir haben diese Schwierigkeiten? Ja. Weil wir den falschen Ansatz haben. Weil wir nicht erkennen, wie wir wirklich glücklich werden. Wenn wir in diesem Zustand sind, in dem Moment erkennen wir nicht das an, was uns wirklich glücklich macht. Das, was wir hier im Vorfeld auch miteinander durchgenommen haben, mit Allah Ta'ala verbunden zu sein. Und der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wa sallam, Laysa al-ghina an kathratil arad, walakin al-ghina rinan nafs. Ja? Reichtum bedeutet nicht, viele Güter zu besitzen, sondern Reichtum bedeutet innere Genügsamkeit. Ja? Al-Ghani, ja, wird oft übersetzt als der Reiche, einer der Namen Allahs. Ja, sprachlich bedeutet es der Unbedürftige, dass du innerlich unbedürftig bist, genügsam bist, im Sinne von, ich habe genug, das Gefühl, hey, ich habe genug Kleidung, genug Schuhe, genug Uhren, genug, ja, dieses und jenes, ja, Bücher kann man nie genug haben, deswegen nicht, dass ihr denkt, dass ich das nächste sagen wollte, dann habt ihr beim letzten Mal auch nicht aufgepasst, ja, aber ich habe genug und ich brauche nichts weiteres. Das ist der wahre Reichtum. Das ist das, was wir erstreben sollten, diese innere Sättigung. Und wenn wir uns innerlich nicht satt fühlen, was passiert? Wir kaufen alles andere Mögliche ein, an Dingen, die uns auch innerlich pseudomäßig auffüllen. Ja? Kennen wir. Wir haben vielleicht ein bisschen Sport gemacht,
Ja, und vielleicht ist unser Mittagessen uns auch flöten gegangen, aber wir wollten unbedingt noch Sport machen. Und dann betreten wir den Einkaufsmarkt. Hohoho. Niemals hungrig einkaufen gehen, kann ich euch sagen. Es wird eine ganz andere Rechnung. Ihr werdet ganz andere Dinge nach Hause tragen. Und die liegen dann vielleicht lange rum. Ja? Aber ihr habt hungrig eingekauft. Ihr habt hungrig eingekauft. Geehrte Geschwister, in dem Zusammenhang, in Sachen Lebensstil, ja, jetzt nicht materielle Güter, sondern Lebensstil, kaufen wir manchmal in Läden ein, die aber niemals uns etwas geben werden, was uns glücklich machen kann. Aber wir kommen mit einem inneren Hunger. Erfülle mich innerlich. Und dann nehmen wir irgendeinen Schrott. Auch wenn es nicht lange sättigt, wir haben erstmal was zum Kauen und erstmal was zum Verdauen. Hört gut auf diese Worte, die ein christlicher Mönch und auch Gelehrter vor ungefähr 1000 Jahren auf diesem Kontinent gesprochen hat. Bischof Alvaro war es gewesen, wer es nachlesen möchte. Meine lieben Mitchristen genießen die Gedichte und Romanzen der Araber. Ja, die Gedichte waren damals das Fernsehen gewesen. Damals haben die Menschen zugehört. Oh, hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Ja? So wie wir heute sagen, hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen. Sie studieren die Werke mohammedanischer Theologen und Philosophen. Nicht um sie zu widerlegen, sondern um sich einen korrekten und eleganten arabischen Stil anzueignen. Wo gibt es heutzutage einen Laien, also einen religiös ungebildeten Christen, der die lateinischen Kommentare der Heiligen Schrift lesen kann? Ach, die jungen Christen kennen keine andere Literatur als die arabische. Sie lesen und studieren arabische Bücher. Sie häufen unter ungeheuren Kosten ganze Bibliotheken an und singen überall das Loblied arabischen Brauchtums. Hey, die Christen vor 1000 Jahren, ja, in Spanien, die haben gesagt, ey, die Muslime, die Araber, die sind so cool. Ja, und ey, diese arabische Sprache, ja, die hat was. Und ja, das wollen wir auch. Wir wollen auch so, ja, so wie wir heutzutage cool sagen. Ja, cool, das ist ein deutsches Wort, das ist eingedeutscht. So wie wir okay sagen und so weiter, ja. Damals war auf den Zungen der Christen lauter arabische Wörter. Und Sätze. Und in ihren Zimmern. Bücher. Und der Bischof beklagt dies, weil er darin ein Gefühl der Minderwertigkeit auch bemerkt. Und jeder kann sich selbst fragen, hey, warum schämen wir uns manchmal aufgrund der Herkunft unserer Eltern oder Großeltern oder aufgrund gewisser kulturellen Bräuche, ja? Aufgrund religiöser Elemente sowieso, ja? Kultur ist sowieso sehr relativ, kann man sowieso eigentlich... Ja? Hauptsache man ist ein guter Muslim. Alles andere kann man tauschen und kaufen, verkaufen, kein Problem. Ja? Aber es ist ein Identitätsproblem, eine Krise, ja? Wenn man irgendwie sich ständig anpassen muss. Das ist ein Zeichen dafür, dass man dieses Loch nicht richtig gefüllt hat. Dieses Vakuum nicht richtig gefüllt hat mit dem, wie es zu füllen ist, wie Allah Ta'ala es beschreibt, mit der Liebe zu ihm, mit der Verbundenheit zu ihm, dass man das Diesseits nutzt, aber sich nicht darin verwickelt. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Kevin Love, DeMar DeRozan und Kian Latouille-Dooling, das sind NBA-Spieler, die in den letzten Monaten und Jahren über ihre psychischen Schwierigkeiten berichtet haben. Letzterer auch davon, dass er als Kind missbraucht wurde und wie dies halt auch zu späteren psychischen Schwierigkeiten führte. Ich finde, diese Menschen sind Helden. Warum? Weil der Basketballer, das ist das Alpha-Tier, das ist der Superman, das ist der nicht kaputt gemacht werden kann und so weiter. Ja? Und sie zeigen,
dadurch, dass sie etwas, was sie normalerweise vielleicht mit ihrem Freund oder Therapeuten oder innerfamiliär besprechen sollten und aus der Öffentlichkeit raushalten sollten, ja, auch weil sie vielleicht dadurch angreifbarer auf dem Feld sind. Hey, du hast psychische Probleme, ich mach dich kaputt oder so. Ja, weil es ist ein krankes Spiel teilweise, was auf dem Feld gespielt wird. Ja. Aber nein, sie sind an die Öffentlichkeit gegangen. Und das ist nicht für die Allgemeinheit. Aber warum? Weil sie wussten, sie sind Helden und dadurch werden sie, also für andere, ja, die sie als Vorbilder nehmen, und dadurch werden sie dafür sorgen, dass wenn man Probleme hat, dass man sich Hilfe holt. Ja? Und das finde ich ist wirklich wahres Heldensein. Dass man sagt, hey, guck, das ist mir vor 25 Jahren passiert. Das hat dazu geführt, dass ich immer noch Schwierigkeiten habe und ich habe mir Hilfe geholt. Und nicht nur das, das wollte ich euch auch mitteilen, damit auch ihr euch Hilfe holt. Ja, weil wir hier und da für euch auch Lebensvorbilder sind, obwohl wir eigentlich nur Basketballer sind. Ja. Holt euch Hilfe. Wenn es euch nicht gut geht, ja, Gebet, Alhamdulillah, guter Kontakt zu Allah Ta'ala. Aber Allah Ta'ala hilft seinen Dienern durch Diener. Es gibt diese Direktverbindung, die darf niemals vernachlässigt werden. Und dann gibt es aber auch, oh Diener, hol die Hilfe bei meinen Dienern. Das ist das System, was Allah Ta'ala so erschaffen hat. Ja. Und das ist auch ein Weg, um glücklich zu werden, um glücklich zu bleiben. Und ich schließe damit ab. Es gab einen Prophetengefährten, wie Ibn Kathir als Sahih auch verifizierte. Der sah nicht so schön aus. Es war so bekannt, dass er nicht so schön aussah. Ja? Mussten auch keine großartigen Studien durchgeführt werden. Ja? Und es hat ihn irgendwie innerlich getroffen. Ja? Und der Prophet Muhammad Islam, er pflegte diese Person immer aufzubauen. Ja? Viel Körperkontakt zu haben, zu umarmen und zu scherzen und ihn zu lachen zu bringen. Ja? Und er baute ihn auf mit den Worten Indallahi antaral. Bei Allah bist du sehr teuer, sehr besonders, sehr geschätzt. Ja. Diese Art von Community brauchen wir. Von Community. Aber meine Mama ist deutsch-amerikanisch, ich bin mit Englisch aufgewachsen, ich darf mir das erlauben, Anglizismen zu verwenden. Ja. Das brauchen wir in unserer Gemeinde. Gegenseitig einander aufbauen. Wenn wir sehen, jemand ist ruhiger als sonst, ja. Schauen wir mal, ob er vielleicht ein Gespräch braucht. Wenn nicht, braucht er vielleicht nur eine Einladung. Ja, oder ein gutes Fußballspiel oder ja, gute Ablenkung. Oder vielleicht, dass man sagt, hey, komm, wir gehen zur Moschee und da intensiv mal eine halbe Stunde, jeder bleibt für sich und redet nicht mit dem anderen und guckt auch nicht nach links und rechts. Dass wir uns umeinander kümmern, geehrte Geschwister. Einander aufbauen, einander stärken. Ja, weil wir sind leider oft in Situationen aufgewachsen, unsere Väter, die mussten Helden sein. Unsere Mütter, die mussten Wonder Woman sein, Superwoman sein. Ja, sind teils ausgewandert und haben Heimweh gehabt, aber haben sich hier durchgebissen und die haben uns teilweise nicht diese Kultur des Hilfeholens mitgegeben, weil sie wollten für uns Helden sein und das sind sie auch. Aber wir dürfen hin und wieder ja, uns da auch ein bisschen bewegen und sagen, hey, ja, ich muss nicht der ganzen Welt meine Probleme erzählen, aber vielleicht 2, 3 Leuten, damit ich, wie gesagt, fachlich Hilfe bekomme oder von einem guten Freund Hilfe bekomme. Ja? Weil das ist nicht unnatürlich, in einer Krise zu stecken. Weil Krisen sind Chancen zur Weiterentwicklung. Und deswegen schenkt Allah Ta'ala sie uns. Ja? Aber wenn wir merken, dass aus Trauer wird Depression. Und aus Depression wird, ja, dann holen wir uns Hilfe. Und der Prophet Muhammad hat auch als Vorbild, beispielsweise hat er eine schwierige Situation familiär gehabt. Und hat er sich Ali als Ratgeber herangezogen und andere Prophetengefährten. Und ich kann euch viele Beispiele nennen, aber die Zeit, die liegt uns im Rücken. Übrigens, selbst wenn wir jetzt das Gebet anfangen sollten, innerhalb der Zeit des Asr, des Nachmittagsgebet, ist das auch vollkommen gültig. Ja? Nach Imam Malik könnten wir das Freitagsgebet noch um 4 Uhr beten. Wortwörtlich, also noch im Nachmittag. Deswegen entspannt euch. Ja? Alhamdulillah. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Nasir, Ya Wali, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Wadud, Ya Latif. Wir bitten dich mit all deinen Namen, die wir kennen, die wir nicht kennen. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unseren Lehrer, unseren Erzieher, denjenigen, der sich aufgeopfert hat und seine Gemeinde, oh Allah, von seiner Familie und von seinen Gefolgsleuten. Und lass uns auch zu den
Letzteren dazu zählen, oh Allah. Oh Allah, bitte stehe allen Menschen bei, die bekriegt werden, die gefangen sind, die unterdrückt sind, die gefoltert werden. Oh Allah, die hungern und die dursten und die verzweifelt sind. Und lasse unser Wirken ein Teil deines Beistandes sein, aufgrund deiner Gnade auch uns gegenüber. Und fülle unsere Herzen, oh Allah, mit Iman und Taqwa und Tawakkul und Amal, mit Gewissheit, oh Allah, und mit Vertrauen und Sicherheit, oh Allah, und Ehrfurcht dir gegenüber und allen weiteren wahrhaftigen, unschätzbaren Gaben, oh Allah. Lass uns glücklich und stabil sein, oh Allah, und helf uns dabei, dass wir auch andere glücklich und stabil werden lassen und bleiben lassen. Bitte gib uns all das, was der Prophet Mohammed von dir erbeten hat, und schenk uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.